Hey yo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sins of the Solar Empire. Unsere unterstützende Flotte ist in die Schlacht eingetreten. Diesmal mit Audiokommentar. Das war so unglaublich dämlich. Also wirklich furchtbar blöd. So, funktioniert jetzt aber alles. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz. Ich will es halt nicht nochmal aufnehmen. Ich will nicht nochmal das aufnehmen. Habe ich jetzt wirklich keine Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem kriege ich das alles gar nicht so Was hin, sollen wir bauen? wie ich's wollen würde, ne? Muss ich mal Lasst ganz die ehrlich sagen. Naniten los. Umzingelt Von dem sie. her Leiten tut's mir wirklich Zerstörung leid, ein. dass die eine Episode komplett ohne Audio war. Jeden Dislike diesbezüglich habe ich auch dann ehrlich verdient, weil das meine eigene Schuld war. Aber ich gehe noch mal ganz kurz drauf ein, was wir jetzt alles gemacht haben und was meine Gedanken waren. Ich habe nämlich sehr viel kommentiert. Bauwerk Auch wenn ihr das komplett. jetzt nicht mitbekommen habt. Aber ich rekapituliere nochmal ganz kurz. Wir haben uns diesen Asteroiden geschnappt. Und ich wollte wissen, was es mit der Loyalität in Bezug auf Bevölkerung und Steuereinkommen auf sich hat. Weshalb ich hier auch dieses Ding baue. Kundschafter haben einen Das kolonialisierbaren Medienzentrum. Planeten Das gefunden. scheint allerdings gar nichts zu machen. Also weder für Steuereinkommen noch für sonst was. Die Loyalität, ich muss nochmal gucken. Ob die, was die wirklich, 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 ich meine, wenn ich beim Menü gehe, Aufzeichnung, Netzwerkinteraktion, Videoeffekte, Tastenkürzel, da gibt's halt nichts. Ich muss da mal in der Wiki Unsere gucken. Flotte hat den Feind Also das angegriffen. Ding reiße ich wieder ab, das Medienzentrum, das brauche ich jetzt nicht. Bringt ja nichts. Also Loyalität Was sollen wir würde mich mal bauen? interessieren, was das genau macht. Kundschafter haben einen Hier hat's den kolonialisierbaren Gegner, jetzt Planeten habe ich auch endlich gefunden. den gefunden. So, und dann wollte ich wissen, wie. Was ist denn das für ein Schiff? Hallo. Lotse. Und dann wollte ich wissen, wie sich die Forschung von den schwefelhaltiger Atmung und hitzebeständiger Planetenabfluss Metabolismus, komplett. also die Bevölkerung, auf das Steuereinkommen auswirkt. Und zwar erhöht das die Bevölkerung und damit das Steuereinkommen. Und ich war blöd im Kopf, weil ich dachte, dass die Forschung für die Wüstenplaneten zählt. Tut's aber nicht. Das war auch noch so ein Fehler, den ich gemacht habe. Und dann habe ich ein bisschen über die Piraten gelabert. In dem Sinne, dass wir Die hier Beute ist vollständig warten müssen, bis aufgebraucht. die wirklich angreifen. Ganz wichtig. Und dass ich derzeit mich nicht mit den Piraten anlegen möchte, weil ich zu wenig Schiffe habe. Kundschafter haben einen Und kolonialisierbaren Planeten ganz gefunden. wichtig, ich wollte den Kundschafter haben einen Titanen bauen. kolonialisierbaren Planeten Und gefunden. das werde ich demnächst auch machen. Ich brauche allerdings zwei Kommandopunkte für ihn. Das heißt, ich muss nochmal forschen für hier. So. Gut. Und wir haben einen neuen Wüstenplaneten. Und der ist jetzt ganz weit weg vom Schuss. Also ganz, ganz weit weg. Und das ist nicht gut. Das heißt hier, wegen Loyalität, Medienzentrum, bumm. Materieprozessor, bumm. Und vier Reaktoren Metall-Dingsbumsis. sind bereit. Genau. Dann habe ich noch erzählt, dass die Sonne, also der Stern, hier Bonusfähigkeiten hat. Antimaterie und Schildwiederherstellung, genauso wie der Nebel. Dann gibt es hier noch einen toten Asteroiden, der ist ziemlich schlecht, weil der macht gar nichts. Ne? Da ist auch das Gravitationsfeld kleiner. Also das hier irgendwie, glaube ich. Oder wo man bauen kann, eins von beiden, weiß ich nicht genau. Wurmlöcher kann man reisen hin und her, wenn man das erforscht hat. Und jetzt ein Asteroidengürtel, Planetenentwicklung wo ich den abgeschlossen. Kristallextraktor haben wollte. Und es wundert mich, wo ist mein. Was sollen wir bauen? Wohin entsenden Wo Sie uns? ist Lassen Sie mein mich Lotse? untersuchen, Wir sollen so nämlich dahin schnell ich gehen. kann. Genau. Niemand verbirgt sich vor mir. Welche Richtung? So. Weil ich wollte hier noch den Kristallextraktor in mein Imperium einnehmen, also aufbauen. Auch ganz wichtig. Bereit loszulegen. Und ich glaube, wir können jetzt endlich den Titan bauen. Nein, wir haben keine Kohle. Haben wir jetzt Kohle? Immer noch nicht. Mehr Forschung ist Zu nötig. wenig Flottenkapazität. Also müssen wir die Flottenkapazität doch an. Gut. Bauwerk komplett. Machen wir alles? Können wir alles machen. Wir können noch ein bisschen mehr forschen. Wie wäre es, wenn wir uns mal Manipulation oder hier irgendwas anschauen? Hier gibt es nämlich auch ganz nettes Zeug. Sklavenarbeit. Was macht es denn? Das Gesindel auf besetzten Planeten wird gezwungen bei der Produktion. Planetenentwicklung abgeschlossen. Reduziert die Kosten aller Schiffe und Strukturen. Okay, das machen wir mal. Ich bin zwar nicht für Sklavenarbeit, aber wenn das hier so heißt hier. Xenophobische Piraten. Eine Propagandakampagne führt dazu, dass Piraten ängstlicher gegenüber ihren Imperien werden und so deren Angriffe schwächen. Naja.
Einsamer Pfad, du bekommst einen Bonus auf Flottenpunkte, wenn du nur mit anderen Vasallen-Loyalisten verbündet bist. Bam! Das klingt doch gar nicht schlecht. Rohstoffbündnis. Durch geteilte... Ach so, das kann ich dann erforschen. Ja gut, das ist es nicht so wichtig. Aber Rohstoffe hier. Mehr Rohstoffe, energiefressende Naniten, Zuschauer, Nanowaffenstörsender, Nanotraumamedizin, Überlebenschance. Planetenentwicklung abgeschlossen. Naja, Planetenbomber der Maus nicht so wichtig. Ich würde gern noch ein bisschen Sprengnaniten, nee. Überfall auf Marsch, beschleunigt Konstruktions. Wir haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Wenn diese in feindliche Gravitationsfelder gebaut werden. Ich kann später Sternenbasen in Feind... Wow! In Feindgebiet bauen. Aber ich glaube, ich gehe hier ein bisschen auf Angriff jetzt erstmal. Oh, warte, nicht so viel. Doch, Moment. Ich kann mir das alles leisten. Der Titan ist zwar teuer, aber den bauen wir jetzt. So, der wird jetzt gebaut. Titan auf dem Weg. Perfekt. Und läuft. So, und diesmal... Bah, mir tut es mit dem Kommentar echt furchtbar leid, dass das jetzt da die eine Episode ganz ohne ist. Aber ich kenne das bei mir gar nicht anders, muss ich ganz ehrlich gestehen. Immer wenn ich was zum ersten Mal mache, meistens. Entweder, also bei StarCraft klappt das immer super gut. Wenn ich da eine Build-Order zum ersten Mal spiele, gewinne ich fast jedes Mal das Spiel. Seltsamerweise. Aber normalerweise kommt das bei mir auch vor, ja, läuft nicht so gut und dann geht alles schief. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet es mir verzeihen können. Ich muss halt in Zukunft wirklich mehr aufpassen. Achtung, Vorsicht, ist das Mikro an. Das Ding ist, dass OBS da irgendwie Probleme hat, wenn ich hin und her schalte zwischen den verschiedenen Settings. Ich habe nämlich Settings für Skype mit Freunden, fürs Aufnehmen, für Streamen. Und wenn ich da rumschalte, dann macht OBS irgendwie Zicken und bläh. Also von dem her, naja. So. Lassen Sie mich untersuchen. Dann nehmen wir uns diesen Extraktor mal ein. Sobald wir genug Antimaterie haben, kostet nur 60, sollte der ja mit der Zeit machen. Hier hat's einen Lotsen, der fliegt jetzt zum... Naja, gut. Zum Wurmloch, das Komm heißt. Auch interessant. Macht jetzt aber nichts. So, der Titan. Ich will dabei sein, wenn er rauskommt. Wo ist die Titanwerft? Nein! Ah ne, er wird noch geworbt oder was? Oder ist er schon fertig? Forschung abgeschlossen. Der wird noch gebaut hier. Schaut ziemlich cool aus, wie die das machen. Also das mit dem Titan dauert wohl ein bisschen. Aber was ich dann machen kann, ich kann mal ein bisschen die Beute ist erforschen. Was machen wir denn? Aufseher-Prototyp. Aufseher-Hilfskreuzern. Naja. Ermöglicht Transportkreuzern, mobile Hangar für zwei Staffeln. Das ist nicht ganz so schlecht. Boah. Corvette. Was gibt's denn noch? Was sind denn das alles für Dinger? Weil es gibt nämlich Kreuzer. Ah, Transportkreuzer, genau. Degenerator. Ich will halt gucken, was ich will. Ein Hilfskreuzer, leicht bewaffneter Hilfskreuzer. Der tödlichste Kreuzer, den will ich. Executor, das klingt super. Stark gegen Kampfflieger, Abwehr, Langstrecken, Bomber, Fregatten, Träger, Hilfskreuz und Großkampfschiff. Gegen gar nichts stark. Auflöser. Naja, okay. Ein furchteinflößendes Schiff. Präfektkreuzer. Nee, ich hole mir den Exekutor. Der schaut so aus. Das ist hier. Ich brauche noch ein Waffenlabor. Okay. Hier kann ich keins bauen. Aber auf den Wüstenplaneten ist noch Platz. Das heißt, da bauen wir jetzt hier noch ein Waffenlabor. Bam. Und vielleicht noch ein Medienzentrum, weil... Ja, ist halt so. So. Und hier wird die... Ah ja. Was können wir hier noch bauen? Imperiallabor. Noch ein Labor. Forschung abgeschlossen. Eine kleine Werft. Vielleicht bauen wir hier tatsächlich eine kleine Werft. Kann nicht schaden. Dann kann ich ein bisschen was ausbilden. Und dann bauen wir hier noch... ein paar Raketenwerfer zur Verteidigung. Zum Angreifen geht er nicht. So, jetzt gehört der Asteroid mir. Sehr schön. Dann darf der wieder auf die Suche gehen. Und ich würde mal sagen, dass wir bald demnächst irgendwo jemanden angreifen. Aber ich weiß noch nicht, wo und wem. So, ich erforsche einfach mal alles. Hier, Basis, Schwingungswaffen, Phasenprognose und schnelle Impulsströmung. Das sind alles verschiedene Waffen. Also hier geht es wahrscheinlich um... Impulswaffen,
Und hier geht's um Raketen und hier geht's um Strahlen oder so. Schwingungswaffen, ja, gut, whatever. Weil so ein Großkampfschiff hat ja... Ich habe ja hier diese Großkampfschiffe. Kreatoren sind genau, und die haben... Wo ist es denn? Oh, muss ich wieder ganz durchtappen. Hier! Wir haben Schwingungsschaden, Impulsschaden und Phasenraketenschaden. Und das können wir alles erhöhen. So, wie lange braucht jetzt der Titan braucht noch ein bisschen. Kann ich jetzt... Ja, Executor-Prototyp. Und anschließend kann ich das Trägheitsfeld erforschen. Gibt den Exekutor die Trägheitsfeldfähigkeit, welches ihn erlaubt, die Bewegung von... fertig eine zu verlangsamen. Das ist awesome. Ich brauche mehr Waffenlabore. So, Piraten greifen bald wieder an. Das hört man schon fast an der Musik, dass die so unheimlich wird. Waffenlabor. Boom. So. Und noch ein Waffenlabor. Boom. Brauche ich. Will ich. Hole ich. So. Titan. Ich spule jetzt ein bisschen vor. Forschung abgeschlossen. So, ich werde bisher noch nicht angegriffen. Passt, oder? Forschung abgeschlossen. Ja, bisher. Bauwerk komplett. Sieht's gut aus. So, ich will komplett. Den Titan jetzt wirklich dann. Piraten haben ihre Basis so, die verlassen. Greifen an, aber nicht mich. Ja, nicht mich. Sehr schön. Bauwerk komplett. So, der Titan ist bald fertig. Ich bin mal gespannt, ob er sich einfach nur hinflupst und dann ist er da oder irgendwie anders. So, jetzt bloß nicht rechts klicken. Hände von der Maus weg. Ein sehr anpassungsfähiges Kriegsschiff, das zu schnellen Bewegungen fähig ist und Flächenschaden verursacht. Flächenschaden, das ist mächtig. So, jetzt kommt er gleich raus. Hat eine Menge Hülle, Panzerung, Schilde, Antimaterie. Und viel Schaden. Planetare Bombardement-Schaden ist auch stark. So, komm schon, Titan. Werd fertig. Der Schlund hat Hunger. Aha, er plupst sich einfach hin. Gut, wie auch immer. Der fliegt jetzt da. Und dann da. Dann gibt's Jagdgeschwader. Bombergeschwader will ich jetzt noch nicht so viel. Und oh mein Gott, hat er viele Fähigkeiten. Okay. Ja. Mehr Forschung ist nötig. Nein, nicht genug Flottenkapazität. Ach, kommt schon. Das Ding ist, mit mehr Flottenkapazität sinkt halt mein insgesamtes Einkommen jedes Mal, prozentual. Das ist halt ein... Wir müssen uns beeilen! So, was gibt's hier alles? Mikrophasensprung. Teleportiert in der Tat sofort zur Zielposition. Können wir das ausprobieren? Achso, das geht nur innerhalb von diesem... Ah ja, okay. Lass niemanden am Leben! Nein, du sollst... Okay. Bauwerk gut, komplett. Das ist für Schlachten vielleicht gar nicht so schlecht. Ihre Befehle mögen erfüllt werden. Ja, jetzt habe ich da erstmal eine nutzlose Fähigkeit. Dichte Verbundwerkstoffe. Mehr Hülle, mehr Schild, mehr Panzerung. Okay. Waffenschaden 15% für alle Waffen. Wow. Oder neue Technologie, warum durch die Warsteuer es erlaubt Mannschaft den Verbrauch von einem zu senken. Unsere Schiffe haben okay. Den Phasenraum verlassen. Verzweiflung nutzt einen Teil des Schadens und verleiht den Angriffen des Titan Flächenschaden. Ein stapelbaren Bonus auf die Aufladezeit der Waffen. Wow. Erzeugt ein Phasenstabilisator im aktuellen Gravitationsfeld. Wenn es mit der dunklen Armada-Leuchtfeuertechnologie kombiniert wird, können es sogar Fraktionen ohne besiedelte Planeten verstärken. Das weiß ich noch nicht, was genau macht. Das verstehe ich jetzt nicht so. Erzeugt ein Phasenstabilisator, wenn es dunkle Armada-Leuchtfeuertechnologie kombiniert wird. Fraktionen verstärken. Naja gut, keine Ahnung. Ich nehme jetzt hier erstmal mehr Panzerung. Panzerung ist nicht schlecht, dann lebt er länger. Wer länger lebt, macht länger Schaden. So ungefähr. Haut die Fähigkeiten früher raus. Rassenübergreifendes Verhältnis, Beziehungsbonus. Naja. Was gibt's denn hier noch? Ermöglicht Aufträge an andere Mächte zu vergeben. Okay. Das sind die Bündnisse. Ich habe kein Bündnis. Ich will die Gegner jetzt vernichten. So viel mit Techno, mit Diplomatie mache ich jetzt hier nicht. Ich werde mal hier die Arktis machen. Und die Schwefelatmung. Zivile Evakuierung. Steuereinkommen geht hoch. Das machen wir. Boom. Okay.
Mobile Herrschaft. Die Anführer wechseln auf den Titan. Dies verhindert eine Niederlage, solange Titan oder Hauptplanet intakt bleiben. Ah, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Was gibt's hier? Phasenmeisterung. Okay, ankommende Feinde orten. Das ist nützlich. Und für mehr Materialzersetzung brauche ich mehr Imperiallabore. Also... Startet den Phasenantrieb! Ich habe keine logistischen Plätze mehr verfügbar hier. Schade. Aber ich habe eine kleine Werft gebaut, das heißt, ich könnte hier noch einen Kreuzer bauen. Vielleicht noch zwei. Habe ich nicht auch hier drei in Auftrag? Doch, habe ich. Aber ist wahrscheinlich noch nicht erforscht. Ja, ist noch nicht erforscht. Der macht hier erstmal die ganzen Waffen. Forschung abgeschlossen. So, jetzt. Was ist das denn eigentlich hier? Sprungstörungsimmunität. Naja. Nee. Geh mal Stück für Stück vor. Ich wollte noch was bauen. Irgendwas wollte ich bauen. Ja, genau. Imperiallabore. Ich weiß nicht, wie viele ich habe. Ich baue jetzt einfach mal irgendwo noch eins hin. Hier zum Beispiel bei dem Asteroiden. Da gehen sogar zwei theoretisch. Ich brauche noch ein Medienzentrum. Ich baue einfach mal eins. Ist ja egal. Bereit, loszulegen. So, und hier seht ihr schon, der Titan ist unterwegs. Forschung abgeschlossen. Der macht das sehr schön. Oh, zum Besetzer. Obwohl ich jetzt hier die drei wegnehme und da baue ich sie lieber hier. Habe ich mehr von. Beziehungsweise baue mal lieber noch zwei Träger. Das ist auch nicht schlecht. Dann haben wir so ein bisschen diversifiziert, unsere Flotte. Das ist dann auch nicht blöd. Und dann sehen wir schon, wie das wird. Was sollen wir bauen? So. Fregatten, Plänkler, Aggressor. Habe ich nicht irgendwo Raketenfregatten? So Langstreckenfregatten, meine ich. Das da. Korvette. Ja, sowas. Ein kleines, schnelles Hybridschiff. Naja. Gegen gar nichts stark. Gegen gar nichts stark. Eine leichte. Eine Kampfregatte. Schwer bewaffnet. Ja, das ist das Ding. Schwer bewaffnet. Mit Langstreckentorpedos. Bauwerk komplett. So, dann bauen wir jetzt hier mal. Karriere. Okay, wir bauen noch mit zwei Jagdgeschwader. Ich finde die Jagdgeschwader nützlicher als die Bombergeschwader, weil mit den Jagdgeschwadern kann man die ganzen kleinen Schiffe zerstören. Dann hat der Gegner nur noch die großen Schiffe übrig und die geballte Masse an Truppen, die ich dann noch übrig habe, können ihn dann einfach aufessen. So richtig verschlingen. Ich glaube, ich werde jetzt anfangen, meine Planeten zu erforschen. So. Und dann gucken wir mal, ob wir Artefakte finden. Hier brauche ich es nicht, der gehört mir schon von Anfang an, das ist der Hauptplanet. Startet den Phasenantrieb. Aber überall erforschen wir jetzt Planeten oder Asteroiden oder alles halt. Ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn ich das Geld hätte. So, und mal gucken, was rauskommt. Vielleicht finde ich ja ein gutes Artefakt irgendwo. Reaktoren sind bereit. Alter, da schauen wir jetzt mal. Einfach mal. Carrier bereit! So, Carrier bereit. Was sollen wir bauen? Nochmal zwei Jagdgeschwader. Und dann greifen mal an. Ich will nämlich dann wissen, wie das ausschaut. So. Unsere Schiffe haben den Phasenraum verlassen. Der Markt für Metall ist zusammengebrochen. Na gut, Forschung. Die Suche auf dem Planeten hat nichts ergeben. Aha. Vanni, das Bund wurde vernichtet? Nutzbare Rohstoffvorkommen entdeckt. Oh, der Rote ist schon tot. Die Suche auf dem Planeten hat nichts ergeben. Okay, der hat verloren. Dann gibt's nur noch den Lilanen. Ich hoffe, mit dem kann ich mich messen. Die Suche auf dem Planeten hat nichts ergeben. Ja, dir gibt selten was. Das ist tatsächlich so, die Suche gibt selten was. Aber manchmal findet man was. So, zwei Lotsen noch. Ich scoute erstmal. Bevor ich jetzt angreife, scoute ich erstmal. Hier, wir haben Kristallexperten auf Hirai entdeckt. So, das bedeutet, Kristallextraktionsrate um 50% gesteigert, so wie es auch schon. Boom! Das ist doch gut. Das ist super. Ist zwar kein Artefakt, ne? Also hier, Artefakt, nein. Aber, naja. Ist auch nicht immer sicher, dass man... Für die Ehre des Empire. Das war wohl der Zerstörer, der Executor. Reaktoren sind bereit. Die
Die Suche auf dem Planeten hat nichts ergeben. Nichts ergeben. Aber die Suche auf dem Planeten hat nichts ergeben. Wir haben Materiekompressor auf Mitaka entdeckt und der macht ein Atom. Ein Artefakt wurde entdeckt. Ein Atomskalenerkennungs- und Umstellungssystem erlaubt, spaltbares Material zu komprimieren und damit ein effizienteres und platzsparendes Transportsystem für deinen Handel zu entwickeln. Was auch immer mir das bringt, ich glaube, ich habe noch keine Handelsposten. Wow, wie schlecht. Wow, warte, stopp. Ich brauche ja Handelsposten. Oh, das ist so wichtig. Das gibt nämlich richtig Geld. Nicht genügend Credits. Hier auch Handelswert und so. Wie dumm von mir. Okay, aber wir haben noch irgendwas. Artefakte haben wir gefunden, genau. Kinetischer Verstärker. Für die Ehre des Empire. Wow, mehr Schaden und mehr Reichweite für so ziemlich alle Schiffe. Und wir haben Materiekompressor gefunden, genau. Frachtraumkapazität, Raffinerie, Cargoerhöhung und Handelswarenwert. Das sind super Artefakte. Also manchmal lohnt es sich, Planeten zu erforschen, aber wenn man es zu früh macht, ist der Nutzen sehr gering. Ja, du hungerst. Wieso müssen wir warten? Ja. Die wollen immer nur Krieg. Was sollen wir bauen? Böse. Reaktoren. Es sieht so aus, als würden die Schiffe automatisch dieser Flotte zugeteilt werden. So, hier wird doch noch gebaut, oder? Zeig mal her. Hier, bauen. 4-2, 4-2, ja, genau. Ich glaube, ich baue nochmal zwei Dinger. Nicht genügend Credit. Ach, kommt schon. So, die Piraten greifen als nächstes wieder an. Wenn ich das richtig mache, kann ich es vielleicht schaffen, dass die Piraten angreifen, während ich angreife. Nicht auf dem gleichen Planeten, aber insgesamt. Es wäre nützlich. Denke ich mal. Also wenn ich das ein bisschen koordiniere, habe ich da vielleicht eine Chance. Eine gute Chance. Um mal richtig schön Schaden zu machen. Mir fällt übrigens auch auf, dass ich in der letzten Episode vergessen habe, die Endcard zu machen. Ah, das ist so schlecht. Forschung abgeschlossen. Also ich bin noch sehr ungeübt, was das Benutzen von OBS zum Aufnehmen angeht. Das ist noch nicht wirklich drin hier bei mir. Ist halt richtig doof. Upsi. Ich sollte nicht raustappen. Versehentlich. Oder absichtlich. Oder insgesamt. So, sobald der Titan jetzt da ist, werde ich allerdings, glaube ich, jetzt pass mal auf, die Bevölkerung geht hoch. Steuereinkommen passt. Für die Ehre des der Titan Empire. Macht so ein fettes Grab-Boom, wenn er kommt, okay. Vorbereitungen zum Also wenn er seinen Phasensprung beendet, nicht wenn er kommt. Haben ja hier auch Leute, die ein bisschen, naja. Ne? Ja. Ich bin so erwachsen, das gibt's gar nicht. Wow, ich bin super Rakete erwachsen. Feuerbereit. Und schon ist der Titan da. Wieso müssen wir warten? Flotte. Stimmen wir zu. Ich möchte allerdings, dass der Titan das Flaggschiff ist. Dem stimmen wir zu. So. Okay, die haben alle nichts zu machen. Bereite loszulegen. So, wir haben jetzt hier. Wo ist denn das Zeug? Es dauert alles noch so ein bisschen, oder? Ach, die kleine Werft muss da alles machen. Ich kann leider nicht noch eine kleine Werft bauen. Dann gehen wir zurück zur Forschung. Forschen wir noch ein bisschen was, oder? Forschen wir zum Beispiel hier das Ding noch. Boom, das ist schön teuer. Na, ist zu teuer. Will ich jetzt nicht. Was kann man? Hier, Geld! Unbezahlbare Waren. Mehr Handelswert. Das machen wir. So, genau. Was sollen wir bauen? Okay. Passt. Das ist ein Raketenwerfer. Das ist ein Konstrukteur. Kleine Werft. Piraten greifen gleich wieder an. Aber so wie es ausschaut, haben sie nicht mich auf dem Kieker. Rakete, sondern den Vanidas-Bund. Feuerbereit. Ja, können sie machen. Außer er zahlt jetzt, dass er auf mich angreifen, aber... Ah, nee! Die können den nicht angreifen, der ist besiegt, der hat aufgegeben, der ist tot.
Beim Beobachten. Ja, genau, der Beobachter, wo ist er? Lassen Sie mich untersuchen. Du scoutest dort, Ihre Geheimnisse dann werden nicht dort. Geheim bleiben. So, und der zweite, der da rauskommt aus der Werft, den lasse ich oben rum scouten. Lassen Sie mich untersuchen. Du gehst dahin so und kann. Dann irgendwie da Niemand oder so. Niemand verbirgt sich vor mir. Lassen Sie mich untersuchen. Perfekt. Gut. Dann schauen wir noch die zwei Dinger und die zwei Dinger. Der greift an. Piraten schicken los. Oder auch nicht. Dass es kein Kopfgeld gibt, keine Ahnung. Okay. Bereite, los, wie dem auch sei, hier mache ich jetzt eine Aufnahmepause. Ich speichere jetzt unter Let's Play. Los. Und ich speichere nochmal unter Save Stat. Macht das Sinn? Keine Ahnung. Egal. Hier bin ich erstmal fertig. Diesmal mit Sound, hoffe ich. Ich gucke gleich nochmal. Und dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.